Ich habe es nicht gewollt. In Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg. Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann. Und man kann dem Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Jo, hallo und herzlich willkommen bei Curse and Serenity. Mein Name ist Curse und wir ruckeln uns durch den Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer, wollte ich schon fast sagen. Story-Modus. Ja, die letzte Folge liegt mir noch schwer auf dem Magen. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumgeguckt. So ein bisschen alles minimiert und ach, keine Ahnung. Schlag mich tot. Jedenfalls, wenn ich das hier online stelle, war die letzte Folge ja auch schon online und ihr habt das Geruckel miterlebt. Es tut mir immer noch leid. Wirklich. Es ist einfach nicht zu entschuldigen, aber nicht ändern. Und ja, das hier ist halt der nächste Versuch. Hoffen wir mal, dass es jetzt flüssiger läuft. Bin mir da auch noch nicht sicher. Einfach mal vom Besten ausgehen. Vorsicht. Jedes Detail könnte wichtig sein. Was ist das hier? War mal ein Forschungslabor. Wurde von 1 wohl modifiziert. Forschung für was? Irgendwas in Richtung Medizin, glaube ich. Aber egal. Jetzt ist es ein Knast. Okay. Ja, bis auf dass ich jetzt plötzlich. Es ist soweit. Faustingprobleme habe. Ruckelt es aber sehr wenig. Ach, ist das eine Scheiße, ey. Raus aus dem verdammten Laster! Willkommen bei Atlas! Käfig öffnet sich! Die beiden, der Weg! Los, Bewegung! Geht ihr in den Käfig! Die anderen hinter die rote Linie! So, achso, ich kann laufen. Oh, toll! Ach, herrlich! Sie haben wieder automatisch Tasten gedrückt, die ich gar nicht gedrückt habe. Ich habe nur die Shift-Taste zum Sprinten gedrückt und da geht in irgendwelche Menüs, Alter. Wie kommst du hierher? Unsere Luftunterstützung wurde von Manticore vernichtet. Ich war nicht im Sprengradius, aber unser Trupp war völlig unterlegen. Holt uns hier irgendjemand raus? Die ganze Stadt ist verseucht. Wir haben uns komplett zurückgezogen. Denke nicht, dass jemand kommt. Käfig öffnet sich! Okay, los Jungs, raus aus dem Käfig! Los, raus jetzt! Oh. Bewegung! Ja, yeah. Dann lass mich doch auch mal raus hier. Ja. Los. Ja, so ein Leger, Alter. Dich knall ich als Erster ab. Als Ersten. Oben geradeaus. Naja, nein. Nein. Haut mich bestimmt um, wenn ich das nicht mache. Ah, herrlich. Was glotzt du so? Ach, halt doch die Schnauze. Es kommen 4. Augen geradeaus. Ja. C-Block rauf. Ach, herrlich. Okay, Leute, hier entlang. Holen wir auf. Augen geradeaus. Heulo. Freigabe. C-Block wird verletzt. Was geht denn hier ab? Schluss mit dem Glotzen. Alter. Was für Zellen? Da kommt was bei C6 ab, oder? Ja. C-Block wird verriegelt. Käfig öffnet sich. C-Block offen. Fesseln hoch. Freigabe. Sicher.
C-Block verteidigen. Los! Alter, was geht denn hier? Runter! Schön schacken! Dann lassen wir sie nicht durchkommen. Da kommen vier. Sicher! Lecker. Ja, ne? Ein bisschen weniger ruckeln als gerade. Lass uns mal das Beste hoffen. Bis jetzt kommen ja ganz gut die Folge. Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte. Nein, wird, nicht sollte. Wir sollten sie nur aufhalten. Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Starken von den Schwachen. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. 2 Jahrtausende lang. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Will starb für das, woran er glaubte. Das Tragische dabei ist, für das zu sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Du bist nicht jung, aber du bist stark, Cormac. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verblutest. Bis dahin überleg dir, ob es all das wert war. Und du? Das Ding würde ich dir jetzt so gerne durchs Gesicht ziehen, ne? Kollege. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Aber mit Sicherheit nicht. Ich habe an dich geglaubt. Oh, das ist Pech. Ich gab dir eine zweite Chance. Okay. Du bist nicht wie Will. Ja, hätte ich auch nicht behauptet. Ja, Arm kaputt, Arm heile, Arm kaputt. Was kommt als nächstes? Richtig. Arschloch töten, Arm heile machen. So schnell geht das. Hol ihn da raus. Kannst du gehen? Stoppt Irons. Ich kann nicht. Schluss jetzt. Wir gehen. Alles dass man bei Call of Duty immer irgendeinen opfern muss, ne? Das ist auch immer so eine Sache. Könnte ja schon heißen, letzte Mission, ne? Irgendwie so ein bisschen. Aber ich will mich wahrscheinlich wieder zu weit aus dem Fenster. Ich war einfach aufhören zu reden, weil er da reinkommt. Er könnte mich ja hören. Boah. Ich komme! Ja, freut mich. Ehrlich, machst du das schon? Tipptopp? Nein. Nein, echt! Die Größe könnte passen. Nimm seinen Exo-Anzug und die Waffe. Nehm ich. Wunderbar. Hier. Mit nur einem Arm lädt es sich schlecht nach. Jeder Schuss muss treffen und wenn du Munition brauchst, nimm eine neue. Bereit? Okay. Da muss ich jetzt erstmal meine Knarre austauschen, ja? Haben sich ja eigentlich ganz cool überlegt, aber irgendwie.
Mitchell, an die Konsole. Die Tür öffnen. Beeilung! Was ist denn hier? Da. Ich weiß schon, dass ich nur einen Arm habe, ne? Und ich krüppel, muss die Scheiße hier am Rechner machen, weißt du? Waffen runter! Ich schieße gleich! Mitchell, da bleiben! Fallen lassen! Was ist los? Tür verriegelt. Zurück! Verdammt! Vielleicht oben rum. Wir finden einen Weg. Okay. Mitchell, mal los. Oh cool, damit kann ich mit einer Hand ballern, ja? Okay. Achso, nachladen darf ich ja nicht. Haben sich ja cool überlegt eigentlich. Dann schauen wir mal, wo wir dann gehen. Wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Lassen wir sie nicht warten. Abwarten, was sie macht. Also ein bisschen ruckelt es immer noch, aber weniger als vorher, wollte ich gerade mal behaupten. Ach, meine Güte, ist das grausam. Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter 2 Stunden. Verdammter Scheiße. Das wird lustig. Ah, Laptop. Oh, oh, oh. Das ist ein Gegner. Ah, das ist der Gegner. Und da ist auch noch einer. Ehrlich. Machst du auch irgendwas, Kollege? Gefühl, ich bin hier alleine. Ruhig bleiben, schön ruhig. Hab das in den Griff, hau ab. Freak. Eh doch. Alter, bist du nervig. Schon mal von Teamwork gehört? Auf seinem Weg stehen. Wichser. Wenig Munition. Ja, ich bin's. Ich komm hinten lieber durch. Mit 4 Schuss. Oh. Oh. Die Tür ist zu. Ja. Machst du mal. Sequenz gestartet. Fertig. Das ist also 1 Zukunftsvision. Er ist wahnsinnig. Damit darf er nicht durchkommen. Menschen in Plastiktüten. Tö. Ehrlich. Aus dem Weg! Los! Alter. Munition prüfen! Ja, Munition brauche ich nicht prüfen, die ist leer. Alle. So, sind jetzt 4 Schuss laut gemacht. Ja, oh, Messer. Cool. Knarre. Oh, 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 oh. Ich kann ja richtig schön ranzoomen mit dem Ding, ey. Halt durch, Mitchell. Jaha. Waffe auf 3 Uhr. Wo ist denn da was? Oh, da. Na komm, gib mal was. Knarre. Munition leer. Sei kreativ. Knarre. Ja, Mann. Muss doch immer. Danke für die Rettung. Blendgranate los. In Deckung. Ja. Kontakt. Ich sehe Aktivitur. Feinde von links. Waffe auf 3 Uhr. Ich sehe Feinde. Ah, das hilft doch nix, ey. Hab dich, Mitchell. So, Knarre. Wo ist er? Was soll hier oder nicht? Das haben wir doch keinen, siehst du? So ein vergittert. Wir müssen weiter. Ja, hab ich mir gedacht. Mach mal auf. Auf den Scheißboden! Auf den Scheißboden aber. Los. Auf den Scheißboden. Verschissene Bewegung. Verschissene Bewegung. Wenn die schon so reden, kann ich auch so reden. Los, zur Tür. Scheiß, wurde auch mal Zeit, ey, hier.
Ich warne dich. Hier drüben, Mitch. Oder was weiß ich. Kollege. Danke. Woher kommen die Manticore-Abschüsse? Woher? Atlas Kommandozentrale. Wo kommst du, Tralle? Die Luke. Na los. Ja. Wo zum Teufel sind wir? Da. Da fragst du mich. Erst reinspringen und dann fragen, oder was? Schwachbirne. Aber ich glaube, wir sind schon da durch. Gucken. Also ich glaube, wir sind hier falsch. Wir müssen raus. Da. Boah, Alter. Ein Luftschacht unter dem Wagen. Warum bleibt der denn nicht unten? Wir müssen den Wagen anschieben. Los, schieben. Nee. Was meinst du, was ihr macht? Bewegung! Ja, Mann. Alter. Komm schon, Mann! Ja, ich geb doch schon alles. Schon mal nachgedacht, dass ich nur eine Hand hab. Hab dich! Alter. Das war knapp. Aber 10 cm daneben geht das, sagst du. Da passiert mir nichts mehr. Mhm. Freaks. Nur Freaks hier unterwegs, Alter. Sonnenlicht. Wir sind fast draußen. Ja. Wir müssen den Manticore-Start melden. Gideon, alles klar, Mann. Hier ist die Lona. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördliche Mauer. Was gut auch gemacht. Sonst? Sind unterwegs. Schnell. Cormac geht's nicht. Alter. Gut. Hier durch. Hinter dieser Tür erwartet uns ein Kampf. Nehmen wir, guter Schuss! Waffe auf 3 Uhr! So. Knarre haben wir. Oh. Okay, 21 Schuss nur noch, okay. Blendgranate los! In Deckung! Feind im Süden! So, komm her. Ich haben wir. Alter, 23 Schuss, okay. Da geht noch was. Okay. Nächste Knarre. Okay. Eine Herrlichkeit. Also es ruckelt trotzdem wieder, man merkt es halt. Nur nicht mehr so krass wie gerade, aber... Ah. Sieh dir das an. Macht ja nichts. Hier ist genug Manticore, um alle wichtigen Militärbasen der Welt zu treffen. Wir müssen Ilona und Cormac finden. Na los. Ja, mach fertig. Kommt auch nicht in die Pütte, ne? Gehen wir. Los! Ah, gut erwischt. Los zum Heli! Ah. Okay, haben wir. Wir haben den Warbird nicht erreicht. Mhm. Los. Ich weiß, geh. Los, zum jetzt Heli. Geh doch auch. Los. Rein da. An alle Stationen, hier ist Sentinel 2-1. Hört mich jemand? Versteht mich jemand? 2-1 hier, Kingpin. Wir hören. Dachte schon, wir hätten verloren. 1 plant Biowaffenangriffe auf mehrere große Basen in den nächsten 2 Stunden. Boah. Verstanden. Verfolgen ihre Position. Schicken Luftunterstützung. Kingpin, hören Sie! Konnte nicht gut gehen. Festhalten! Alter. Da ging nochmal die Action. Okay, letzte Mission war wohl nichts. Da kommt noch einiges, glaube ich. Auf die Beine. Ah, komm ran da. Aufpassen. Boah. Ich glaube, der ist doch eh schon. Ja. Scheint noch zu funktionieren. Steigen auf manuell schalten. Raus. Meins.
Die Wand durchbrechen. Weg frei machen. Womit denn? Durch die Mauer brechen mit. Ah, okay. Kann ich schießen? Oh, herrlich. Herrlich. Kann ich auch irgendwo... Schön. Schönes Ding. Schönes Ding. Weißt du, ob es auch geht? Oh. Schwarmraketen bereit. Ja. Ach, ich mag das. Okay. Ach, herrlich. Schwarmraketen bereit. Das Kollege, ja? Komm. Komm, komm, komm. Durch die Mauer brechen, Mitchell! Wo? Hier? Ne? Da? Okay, ich versuch's. Hehehe. Viele Feinde! Ich ziehe sie an, dann erledigen wir sie! Ja, cool. Ach, herrlich. Bam. Jetzt soll ich gegen die alle bestehen hier. Obwohl ich auch nur ein so ein Ding habe, ja. Das ist natürlich schon wieder... Ne? Ultra Realistic Mode hier. Bam. Herrlich. Oh, komm her. Ah, herrlich. Mit dem Ding kann man gute Action machen. Nicht schlimm, komm. Ah doch, ist schlimm? Okay. Achso. Dann muss ich das so machen. Okay. Okay. Okay, F-Tippen. Los, los, Mann, los, gib alles. Alles klar, Mann. Okay. Ich helfe ihm. Fahr einfach. Beten wir, dass wir nicht zu spät kommen. Na. Also immer noch nicht letzte Mission. Okay. Aber wir sind durch und wir haben tatsächlich endlich mal so ein bisschen wieder ohne Geruckel und so. Ja, endlich mal wieder ist ja auch falsch. Das war ja eine Folge. Ne? Ich weiß es einfach nicht. Ehrlich nicht. So lässt es ja aushalten. Also diesmal, glaube ich, kommt man sogar ein bisschen zugucken. Hoffe ich jedenfalls. Und ja, bleibt mir treu. Seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Ich würde mich freuen. Na, lasst uns ein Commentary, Like, Abo, ein Kommentar. Ihr könnt euch auch ein Commentary ausdenken und eins hinterlassen. Das ist kein Thema. Einfach Link schicken. Ich gucke mir das an. Ansonsten, ja, viel Spaß. Ich kann es nicht mehr. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.